Ja, das war definitiv etwas, wo ich was Größeres zum Schießen haben will. Scheiße, verdammt. Ich hatte das gar nicht in Erinnerung, dass die so oft kommen. Ich dachte, das war ein Miniboss. Aber die kommen ja tatsächlich relativ oft um die Ecke gescheitert, ne? Deswegen haben wir hier auch nochmal eine Stase-Ladestation gehabt. Das hat das Ganze jetzt relativ simpel gemacht. Hätten wir vielleicht sogar mit einem Plasma-Cutter geschafft. Wie viele Schuss haben wir noch für die? 6 noch im Inventar. Na gut. Das geht. Erstmal gucken, ob hier noch irgendwo was liegt, was man mitnehmen kann. Ach, da hätte man durchgekommen. Ist ja interessant. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen, auf welche Seite wollen wir denn? Wir wollen nach rechts, oder? Ah, danach schaltet sich das aus. Na gut, das geht ja noch. Das geht ja noch. So, und jetzt einfach den Weg wieder zurück, ja? So einfach ist es nie in einem Dead Space-Spiel. Einfach den Weg wieder zurück gibt es hier nicht. Irgendwas greift uns gleich wieder an. Zumindest klingt es gerade ein bisschen so. Als ob wir nochmal unliebsamen Besuch kriegen würden. Aber bisher überraschenderweise ja alles ruhig, ne? Bisher. So, für sowas lädt man seine Stars auf. Dann können die nämlich nichts anhaben. Ich will hier nochmal reingucken. Achso, ja genau, hier ist ja auch das Stars-Ding. Hatte ich ganz vergessen. Ich hatte gehofft, dass das Fach sich öffnen lässt. Aber das Fach hat nicht mitgespielt. Wir können den nächsten Brute mal mit dem Plasma-Cutter zerstören. Oder wir können es zumindest versuchen. Oder mit dem Gewehr. Das müsste eigentlich auch gehen. Ich erinnere mich noch an Brutes, die irgendwelche Kokons oder Kapseln oder irgendwie sowas in der Art nach uns spucken, die wir dann mit unserer Chinese auffangen und auf den Brute dann auch zurückfeuern konnten. Da habe ich die ganze Zeit so ein bisschen drauf gewartet. Aber so wirklich was passiert ist ja nicht, ne? In der Hinsicht zumindest. Das ist aber auch ziemlich fies vom Spiel, dass die uns gleich zwei von den Dingern hier hintereinander entgegenschmeißen.
finde ich. Ich wollte gerade sagen, ich finde, ich stehe hier gar nicht so verkehrt. Okay, das ist noch einer von denen. Oh, ich muss sagen, insgesamt schlagen wir uns mit den untoten Horden hier an Bord gar nicht so verkehrt. Okay, da ist noch einer. Ich glaube, er ist über uns. Jetzt endlich Ruhe. Immer noch ein Plus an Munition. Aber im Moment noch einen dritten Stack im Inventar haben. Ah, boah. 6 von diesen scheiß Liepern auf einmal ist natürlich gemein. Das ist gemein. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, tun. Stase-Dauer ist mir gar nicht so wichtig. Mit der Stase-Dauer kommen wir eigentlich ganz gut zurecht, finde ich. Aber die Anzahl an Stase-Schüssen, die wir kriegen, die halte ich schon für relevant. Okay, sollen wir jetzt auf der Rückseite in den Fahrstuhl oder müssen wir jetzt zu Hammond zurück? Weil es hieß ja, wir müssten... Wir sollen jetzt in den Fahrstuhl. Es hieß ja ursprünglich, wir brauchen... Wir müssen 3 von diesen Verteilerkästen umleiten. Wir haben es ja eigentlich erst mit einem gemacht. So, aber erstmal wieder in den Shop. So, das Schema hochladen. Jetzt zeig mir das Ding mal. Energieprojektor für schwere Schäden. Ja, ich glaube, das wäre gar nicht so dumm, das Ding zu kaufen und den Ripper hier zu lassen. In unserem Gepäck erstmal, das kann in den Safe. Das kommt in den Safe. Das kommt in den Safe. Das wird verkauft. Give me the Laserkanone. I want to have the Laserkanone. Ja, die dürfte einen ordentlichen Wumms haben. Ich glaube tatsächlich sogar, das hier ist das, wofür ich das ursprünglich gehalten habe. Ich weiß, dass das der falsche Aufzug ist. Ich will meine Stase nochmal aufladen, bevor wir den anderen Aufzug runternehmen. Ja, das dauert jetzt einen Moment, weil das eine relativ lange Fahrt ist. Aber die Stase-Station in diesem Abschnitt, die können wir zumindest relativ sicher erreichen. Und das hat für mich gerade Priorität. Und das wäre so ein Moment, hier wäre Fahrschulmusik richtig geil gekommen, glaube ich.
Sondern für die Stase müssen wir ja tatsächlich nur einmal da hinten in den Raum. Und dann können wir schon wieder zurück. Nur keine Eile. Wir stehen zwar kurz vor der Zerstörung, aber muss ja dabei auch noch irgendwie elegant aussehen. So elegant, wie man eben aussehen kann mit so einem klobigen Ingenieursanzug hier. Dum 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 dum. Verdammt, ich habe gedacht, es würde ungefähr hinkommen. Okay, so jetzt einmal rum. Ich denke jedes Mal wieder, da liegt was zum Aufheben. Ja, Moment. Wollen wir jetzt erst nach oben oder wollen wir erst nach... Und ich hasse diese Karte. Diese Karte ist grottig. So, wir sind da. Ich möchte ehrlich gesagt erst nach oben. Da ist nämlich übersichtlicher. Also fahren wir erst hoch. Wir fahren doch hoch, oder? Ja. Alles klar, na wunderbar. Nö, ich habe aber keine Lust. Hier, Tempel. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Okay. Wer zur Hölle ist Elisabeth? Sollte ich Elisabeth kennen? Schema für die Energiekanone. Wie viele Kanonen wollt ihr mir hier eigentlich noch zur Verfügung stellen? Das ist total unfair. Da gerade die Framerate gestockt. Warning. Ishimura Crew Members. Your ship is full of fragile equipment. Please take care around emergency door locks and other sensitive devices. In case of damage, contact CEC Facilities Director on COM Frequency 79220. Okay. Wissen wir Bescheid, nicht wahr? Weep! Pew! Weep! Pew! Alter, ist das ein nerviger Sound. Findet ihr nicht? Ich finde ihn schlimm. Es ist gut. So, habt doch keine Furcht, ich bin doch hier. Guck mal, ich leuchte dir sogar den Weg. Dann schieße ich dir die Arme ab. Boah, die scheiß schwarzen Dinger, ne?
Die werden von Infektoren erschaffen. Dafür ist der Plasma-Cutter eigentlich nicht mehr ausreichend ausgelegt. Da müssten wir schon größere Geschütze nutzen. Da geht's zum Comp Array. Und hier geht es zum Unbekannt. Aber hier ist eine weitere Energiezufuhr. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Okay, die primäre Astrogationsenergie wurde umgeleitet. Hören Sie, wir kennen uns nicht sehr gut, aber ich glaube, ich sehe Dinge. In meinem Kopf hämmert es noch. Weiß auch nicht. Halten Sie die Augen offen, okay? Einen haben wir noch. Und ich befürchte, wenn wir wieder runterkommen, ist im Atrium wieder die Hölle los. Ist jetzt die Frage, wir müssen ja nicht unbedingt ins Atrium zurück, ne? Ich will ja nur zu einer Stasis-Station, aber... Die haben wir woanders nicht. Oh, die Karte in dieser Sektion ist echt der... ist echt Rotze. Und das ist vielleicht keine gute Idee, Monster aus zwei erfüllten Nebenaufgaben im Atrium spawnen zu lassen. Gleichzeitig, meine ich. Also vielleicht lieber eine nach dem anderen aufräumen. Wenn hier jetzt überhaupt was Neues gespawnt ist. Es scheint nämlich ehrlich gesagt nicht so. So, inventartechnisch sehen wir eigentlich noch ganz gut aus. Ich spare mir jetzt mal den Weg zum Shop. Was ich mir nicht spare, ist der Weg zur Stase-Einheit. Ja, wenn wir schon die Möglichkeit haben, kostenlos unsere Stase wieder aufzufüllen, dann wäre ich ja ein Idiot, wenn ich die Consumables dafür benutzen würde. Und wenn ich die Option habe, gegnerfrei und ohne Zeitlimit immer wieder zu so einer Stasis-Station zurückzurennen, um unsere Reserven wieder aufzuladen, dann wäre ich auch ein Idiot, das nicht zu nutzen und quasi nicht mit voller Energie den Necromorphs entgegenzutreten. So sehe ich das zumindest. Wie seht ihr das denn? Wir haben ja jetzt extra aufgeräumt. Und so lange dauert es ja nun auch nicht. Ich meine, das Schiff wird uns ja nicht gleich um die Ohren fliegen, oder? Die sollen sich hier mal nicht so anstellen. Immer diese dämliche Panikmache. Ja, ist ja schon gut. Ich mach ja schon. Was ist die maximale Last für den Aufzug? 2500 Kilo. Ja, ja, doch. Das geht gerade noch so. Gut, dass ich aufs Frühstück verzichtet habe. So, und jetzt nach unten. Hör mal zu, Altec. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler.
Yay.